Der Standort Güstrow der Kreismusikschule des Landkreises Rostock bietet eine breite Palette an musikalischen Ausbildungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zusätzlich zu den Einzelstunden bietet die Musikschule zahlreiche Ensemble- und Orchesterprojekte, in denen die Schüler gemeinsam musizieren und wertvolle Erfahrungen im Zusammenspiel sammeln können. Bei dieser wichtigen Arbeit wird die Musikschule unter anderem gerne und bereits über Jahre vom Rotary Club Güstrow unterstützt. Also Rotary hat den Zweck, etwas für Güstrow zu tun. Besonders im Jugendbereich suchen wir etwas, wo wir unterstützen können, wo wir fördern können. Und so ist der Kontakt ist schon sehr alt. Also solange es Rotary gibt, gibt es einen Kontakt zur Kreismusikschule. Und irgendwann haben wir uns mal zusammengesetzt, Frau Benöhr und Herr Reißenweber und ich, und haben uns überlegt, was können wir machen. Und da ist 2015 der Winterzauber entstanden. Und der sehr erfolgreich ist. Und jedes Jahr schütten wir da über 1.000 Euro aus an die Kreismusikschule. Aber auch die Ballach-Stiftung kriegt auch nochmal 1.000 Euro. In der Ecolea Internationale Schule und der Richard-Worsiedlo-Schule bietet die Musikschule ihren Schülern eine besondere musikalische Ausbildung in Form von Bläserklassen an. In diesen Klassen lernen die Kinder von Anfang an ein Blasinstrument wie Trompete, Klarinette oder Saxophon zu spielen. Regelmäßige Konzerte und Veranstaltungen bieten den Schülern die Gelegenheit, ihr Können vor Publikum zu präsentieren und Bühnenerfahrung zu sammeln. Ja, natürlich gibt es immer was, wo man natürlich als Lehrer sieht man immer mal Fehler, aber so im Allgemeinen war es eigentlich sehr gut. So, was man jetzt aus dem Unterricht so mit den Kindern erarbeitet hat, war schon viel da. Die Bläserklassen sind nicht nur eine Möglichkeit, musikalische Fähigkeiten zu entwickeln, sondern fördern auch das soziale Miteinander und die Teamfähigkeit. Diese praxisnahe und gemeinschaftliche Form des Musikunterrichts bereichert den Schulalltag und eröffnet den Schülern neue kreative Horizonte. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine genauso wichtige Aktion wie Sport treiben. Und das unter anderem ist auch eine super Freizeitaktivität, wo sich mit sich selbst auch beschäftigen und auch mit den anderen und eben Freundschaften knüpfen und ja, das, die Gemeinschaft im Leben. Ne? Die Aula der Schule war an diesem Nachmittag voll besetzt mit Familien und Freunden der Musikschüler, aber auch mit zahlreichen interessierten Gästen, die einfach gerne der Musik lauschen wollten. Auch einige Mitglieder des Rotary Clubs hatten sich in den Reihen versammelt. Also wir waren sehr zufrieden. Also die spielen wirklich schon auf hohem Niveau, selbst die Kleinen aus der 5. Klasse. Also wir sind total begeistert und freuen uns, dass das Geld so gut verwendet wird. Als Dirigenten und Pädagogen führen alle drei Lehrer die jungen Musiker durch die Welt der Orchestermusik und tragen maßgeblich zu ihrer musikalischen Entwicklung bei. Zu den Hauptaufgaben gehört die Auswahl geeigneter Stücke, die den Fähigkeiten und Interessen der Schüler entsprechen, sowie die Leitung von Proben und Aufführungen. Diese Stücke werden sehr bedacht ausgewählt, da nicht immerzu etwas Neues gekauft werden kann. Ja, selbstverständlich. Instrumente, Zubehör, Notenständer, Noten natürlich sind auch sehr teuer. Also so ein Titel, wenn man den kauft für ein Orchester, was kostet der? Also für die Bläserklasse so 50 Euro bis 150. Ja, also locker mal 150 Euro für ein Stück weg. Was vielleicht 2-3 Minuten dauert, ne? Neugierige Musikliebhaber sind stets eingeladen, in die Welt der Orchestermusik einzutauchen. Am Standort Güstrow findet demnächst wieder ein besonderes Event statt, das Schüler, Lehrer und Musikbegeisterte aus der Region zusammenbringt. Wir haben so ein Musikschulfest am 5.6. am Mittwoch bei uns in der Speicherstraße 5 in der Kreismusikschule. Und da wird das Jugendblasorchester spielen, das SBO. Und hier, da kann man verschiedene Instrumente ausprobieren. Und das wird, glaube ich, ein schöner Nachmittag und schöner Abend. Und am 15.7. spielen wir unser Jahresabschlusskonzert im Kurhaus bei Familie Hinz. Es ist immer sehr schön dort und hier, ja, da spielen wir um 18 Uhr draußen. Wer die Arbeit der Musikschulpädagogen unterstützen möchte, der hat beim Musikschulfest die Möglichkeit, sowohl mit Ihnen als auch mit den Mitgliedern des Musikschulfördervereins in den Austausch zu kommen.